Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin. Und wir sind jetzt beim zweiten, hoppala, eigentlich beim zweiten Teil des MXL VPS Solo. Das ist so ein Komplettpaket, Mikrofon, Mikrofonarm, Kamera, USB-Hub, XLR zu USB-Adapter und eine Linse ist noch mit bei. Ich habe jetzt das erste, ich habe gedacht, ich mache da jetzt nicht ein Unboxing oder ein, ja doch, ein Unboxing für alles. Ich mache einmal die Kamera einzeln und einmal jetzt die Mikrofonprodukte einzeln. Wir fangen am besten logischerweise bei einem Mikrofon mit dem Mikrofon an. Oh, ist ja geil. Kostet natürlich auch ordentlich was. Hier haben wir denn noch ein Heft. BC1. Das ist das BCD1. Broadcast Dynamic Mikrofon. Also ein dynamisches Mikrofon ist das. Und dann haben wir hier halt die Hefte. Gucken wir wie immer nicht. Und hier haben wir einen schönen Karton. Koffer aus Plastik zum Transportieren. Ich werde euch mal nach unten richten, dass wir das mal auspacken können. Hier steht auch MXI drauf. Ach, L, da ist ein L. Ja, das geht weiter. Hast du recht, Hase. MXL. Wieso sage ich immer MXI? Auf der anderen Seite ist nichts. Wie gesagt, hier ist ein bisschen durcheinander gefallen. Ich bin nicht der Erste, der testet. Wir haben einmal ein Staubtuch. Hier alles schön eingepackt, dass hier auch nichts passieren kann mit Schaumstoff. Dann haben wir hier nochmal so einen Adapter. Das ist, denke ich mal, für eine Mikrofonspinne. Obwohl, das ist hier schon drin. Achso, wir können das jetzt hier abnehmen. Das ist schon die Mikrofonspinne. Das kommt dann halt so ran. Oder wir machen das halt hier komplett ab, links, rechts, machen das ran. Ne, das kommt hier hinten ran. Ne, doch, das geht nicht anders. Wir müssen das hier hinten ran machen. Ist schon so lange her, dass ich meine Rode aufgebaut habe. So, so kommt das dann ran. Und hier ist nämlich dieser Adapter für die Kleinhalter. Es gibt auch Mikrofonhalter mit einem großen Gewinde. Kann ich euch mal zeigen hier. Also entweder habt ihr so ein Gewinde, wie jetzt hier drin ist, dann müsst ihr das Gewinde raufschrauben. Oder ihr habt so ein großes Gewinde, wie hier außen rum ist. So, in der Größe. Dann braucht ihr das nicht. Vom Optischen her sieht es echt gut aus. Wir haben auch einen Popschutz schon mit bei hier oben. Da bin ich mal gespannt. Also ich muss noch gucken, wie ich mir das anbauen werde. Weil ehrlich gesagt habe ich da noch überhaupt keinen Plan, wie ich das anbauen werde. Weil ich habe ja meinen Mikrofonarm mit meinem Mikrofon dran. Und ich habe nur 80 cm Platz bei mir. Mein Arbeitsplatz ist halt nicht so groß. Und dann habe ich den Monitor, oben drüber den anderen Monitor. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das schaffe, das zu testen. Weil ich sagte, habe ich ja im Video davor schon gesagt, das Wichtigste für mich war eigentlich die Kamera, die mit bei war. Weil ich meine Kameraqualität definitiv verbessern will. Jetzt gucken wir uns auch noch dieses hier an. Das ist der Adapter. Oh, da ist so ja ein USB-Kabel mit bei. Auch wieder ein richtig schön dicker, fetter USB-Kabel. Das ist Mini-USB, glaube ich. Oder Makro? Nee, Makro ist das kleinere. Das ist Mini. Zu USB. Dann auch wieder ein Reinigungstuch. Also das finde ich ja gut, was sie hier alle drin packen. So. Na, komm hier raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Oh, hier so eine Ledertasche, wo drin ist. Und dann haben wir hier auch nochmal die Anleitung mit drin. Ich denke mal, Anleitung werden wir nicht brauchen. So. Und dann haben wir hier den Adapter. Den
Wo haben wir ihn? Da. Dann war auch noch ein USB-Adapter mit bei, dass er, wenn er wenig USB habt, wo er Mikrofon, Kamera drin machen könnt, dann und dann zum PC auch USB 3.0. Und hier haben wir dann, ja, genau, hier. Hier ist der XLR-Anschluss. Und hier ist dann Strom für die Phantomspeisung, denke ich mal. Und hier kann man dann auch noch Kopfhörer ranmachen. Quatsch. Ja, doch, für die Phantomspeisung und um es halt zum PC zu bringen. Und das nennt sich MXL Mic Mate Pro, ist das. Das könnt ihr jetzt schlecht sehen, das Mate. Doch, das Mate könnt ihr. Aber das Mic seht ihr schlecht. Und dann haben wir hier halt noch zum Stellen für Kopfhörer und Gain. Und dann halt Lampe haben wir auch noch. Darauf bin ich megamäßig gespannt. Wirklich. Ich habe ja damals, ich mache euch mal so, nochmal kurz. Ich habe mir ja damals das rote Podcaster geholt, USB, weil ich ja nur meinen Laptop hatte. Ich habe ja jetzt PC, aber trotzdem immer noch keinen Platz für eine Phantomspeisung. Mit diesem Ding könnte ich mir jetzt praktisch auch hier so das Mikrofon anschließen. Logischerweise ist ja mit bei. Wo man dann keine Phantomspeisung braucht, weil der auch XLR-Anschluss hat. Einfach RIN, USB RIN, PC RIN, bumm, fertig, aus. Das finde ich geil. Also ich bin jetzt nicht mehr angewiesen, also das ist ja nur Leihgabe, das geht ja dann bald wieder zurück, aber ich wäre dadurch nicht mehr angewiesen, mir unbedingt, auch für die Leute, die einen Laptop haben oder wenig USB-Anschlüsse haben, keinen Platz für eine Phantomspeisung haben, ihr seid jetzt nicht mehr angewiesen auf Phantomspeisung. Ihr könnt das damit machen. Und wie das funktioniert, da bin ich schon richtig heiß drauf, das werden wir auf jeden Fall testen. So, ich muss hier erstmal alles wieder einpacken, damit wir hier ein bisschen Platz machen können, weil es kommt noch der Mikrofonarm. Den müssen wir ja auch noch testen. So, und zwar ist der Mikrofonarm hier drin. Das ist das MXL-BCD-Stand. Ich habe das nicht vorher aufgemacht, das war schon vorher aufgemacht, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, weil ich ja nicht der Erste bin, der das testet. Ich nehme jetzt hier alles raus, was hier oben lose drauf liegt. So. Oh, da ist auch... Ah, das ist ja geil. Da ist auch nochmal ein XLR-Kabel mit bei. Also wir müssen, wenn wenig Platz ist, den Adapter nicht mal oben am Mikrofon direkt befestigen. Wir haben hier ein Kabel mit bei, den wir am Mikrofon befestigen können, am Mikrofonarm vernünftig langführen können. Und dann können wir uns das vor uns auf den Tisch legen und dann haben wir dann die Rädchen da vorne, können die dann stellen. Aber wir können es auch logischerweise direkt am Mikrofon machen. Finde ich so geil. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier die Tüte nicht kaputt ruppe. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, hier bald da. Mittagbrot bei uns. So. Wartet. So. Ach, cool. Der Mikrofonkabel, der ist hier auch schon direkt. Ich werde euch mal ranzoomen. Direkt im Mikrofonarm hier drinne. Ja, der geht hier rein. Wartet, da geht er rein. Und auf der anderen Seite, hier haben wir natürlich so ein bisschen, ja, hier haben wir ein bisschen Platz, wegen Schwenken. Und hier unten kommt er raus. Das können wir dann auch ein bisschen nachziehen, ein bisschen lockerer machen. Das sehen wir dann praktisch hier unten. Und wenn wir das jetzt hier nachziehen, zum Beispiel jetzt hier oben. So. Ich mache das nur so. Damit ihr das so ein bisschen seht. So, dann ist das denn hier weniger. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier ein bisschen mehr haben. Wir brauchen den Platz zum Schwenken. Wartet mal, da muss ich jetzt mal hinlegen. Zoom euch mal ran, damit ihr das seht. Ein Stück raus. So. Dann ziehen wir das hier einfach vorsichtig nach. So.
Wir können auch noch zusätzlich Kabel geben, wenn wir von hinten nachschieben. Seht ihr das? Und dann können wir hier, ich zeige euch das gleich. So, und dann machen wir das hier wieder raus. So, dann ist das auch fest. Und wir haben jetzt hier eine schöne große Schlaufe, damit wir hier auch wirklich genug Platz haben, wenn wir das Ding schwenken wollen. Wir können jetzt rein theoretisch auch, wenn uns das hier oben vom Übergang von unten zum oberen Teil zu wenig ist, könnten wir hier auch nachziehen. So. Dafür müsst ihr hier unten so ein bisschen den Kabel runterdrücken, damit da nicht zu viel Spannung drauf ist, sonst ruppt ihr euch den kaputt. Und dann könnt ihr so Stück für Stück so hier so nachziehen. Und dann habt ihr hier oben wirklich genug Platz. Und falls hier unten zu wenig Platz sein solltet, weil ihr vielleicht, ich mache nochmal ein Stück weiter zurück, weil ihr vielleicht ein richtig fettes Mikrofon habt, was jetzt noch ein bisschen mehr Platz braucht hier hinten, dann könnt ihr das so hier nachholen, vergesst aber nicht die Schlaufe hier zu lassen wegen Bewegung und so. Und ihr könnt dann auch hier unten das gerade halten, so. Und dann auch hier oben. So. So, reicht erstmal, würde ich sagen, auch noch ein bisschen Kabel nachholen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Und wie gesagt, da kommt dann halt der Adapter ran. Oder ihr lasst das so und macht den USB-Kabel halt direkt oben ran. Ich würde das so anschließen, wie es ist. Und einfach an den Kabel hier den Adapter ran machen. Da kann man, sich dann vor dem Bildschirm stellen. Dann hat man dann sein Rädchen, dann kann man dann stellen. Das ist meine Meinung. Dann haben wir hier. Das ist ein Stand für einen Tisch. Da braucht ihr im Tisch kein Loch drin bohren oder so. Ihr stellt es einfach so auf dem Tisch, wo ihr euer Mikrofonarm gerne haben wollt. Und dann haben wir da drei Schrauben. Die können wir dann von oben in die Holzplatte machen. Und hier können wir dann festschrauben. Und dadurch ist der Mikrofonstand dann schön fest. Ihr habt aber auch zusätzlich... Moment, ich muss das nur schnell wegpacken. Ich will nicht, dass es zerkratzt. Der nächste, der testet, soll ja auch was Schönes davon haben und nicht ein zerkratztes. Ich habe immer meine Probleme mit diesen komischen Tüten hier, mit diesem Swipper oder wie das Ding heißt hier. So, jetzt an. Ihr könnt auch, ist auch komplett Metall übrigens, ihr könnt auch sowas hier nehmen für einen Tisch. Dann kommt dann halt von unten gegen. Könnt ihr dann hochschrauben. Und dann drückt ihr hier oben gegen. Hier ist auch Gummi. Also nicht wundern, dass es jetzt so aussieht. Das wurde, wie gesagt, schon mal benutzt. Seht ihr das? Also das ist, ich bin ja nicht der Erste, der das benutzt hat, logischerweise. Ist ja ein Pressebandel. Also ihr kriegt es natürlich nagelneu, logischerweise. Ja, also da nicht wundern. So kommt das dann halt ran. Auch hier ist das ganze Ding ist aus Metall. Und hier oben könnt ihr dann den Mikrofonarm festschrauben. So, und dann ist der fest. Dann könnt ihr dann halt schwenken und so. Da muss ich gucken, ob das bei mir noch Platz hat. Ich glaube schon. Irgendwie kriege ich das schon hin, dass es hält. Und dann können wir das testen. Ja, das war jetzt soweit zum Unboxing. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wartet mal, ich mach mal so. Ist vielleicht ein bisschen, so ist es angenehmer. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das und wo ich das festmache. Bei meinem Mega-Arbeitsplatz, der so groß ist. Soll ja auch nicht so 3 Meter weit weg von mir sein. Muss ja irgendwo in der Nähe sein. Oh, kriegen wir hin. Kriegen wir alles irgendwie hin. Ich mache jetzt aber hierfür erstmal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich mache nochmal ein Hardware-Video, wenn ich das oder das andere festgemacht habe und wir am Einrichten vom Mikrofon sind oder wenn ich schon aufgebaut habe und dann uns das Mikrofon mal genauer angucken werden.
dann werde ich das mal mit meinem Rode vergleichen. Ich werde das mal so direkt aufnehmen. Das kriegen wir alle irgendwie hin. Ich mache das schon irgendwie, dass es passt. Jo, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. A Däumchen wäre a Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten natürlich. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.